Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Oh, nee, oder? Willst du jetzt, mich jetzt veralbern? Da sind so viele Leute. Das ist, naja, so viele sind es dann auch nicht. Aber... Oh, schöne blaue Blumen. Jetzt gehe ich mal hinter dem Sessel in Deckung. Verdammt merkwürdig. Moment. Okay, da kommt einer tatsächlich hierher. Muss ich nur mal... Ärger im Anmarsch. Nix da, Ärger im Anmarsch. Hör auf, das zu behaupten. Gibt nur Ärger. So. Er hat's bemerkt, okay. Würde heißen, er kommt hierher. Sportwagen in rosa, ekelhaft. Scheiße, was zur Hölle ist passiert? Du hast ihn doch noch gar nicht gesehen. Hä? Oder doch, ich müsste mal gucken. Nein. Die haben überhaupt nichts gesehen. Ach, schade. Kann ich den hier in die Badewanne? Ach, schade. Ich hätte ihn gerne in die Badewanne gelegt. Na gut, da läuft einer. Den müsste ich... Da sehe ich ihn. Viele sind das tatsächlich nicht. Klingt nicht gut. Oha, es sind doch viel mehr als gedacht. Wo lang gehst du? So, jetzt muss ich den noch anlocken und den da hinten erledigen, bevor er die Leichen sieht. Hey, wo steckst du? Komm her. Der würde sich sogar auf dem Weg zum Briefkasten verlaufen. Hä? Okay, er hat knapp die Leichen bemerkt. Nicht unbedingt schlimm. Wow, das sind viele, verdammt. Es werden nicht weniger. Oder es werden schon weniger, aber... Verdammt, ich dachte, die wären hier im Haus drin. Gut. Ich sollte vielleicht den zuerst. Verdammt merkwürdig. Bevor ich da auf den Pier gehe. Na gut, ich könnte auch einfach nur das Boot stehlen, tatsächlich. Aber ich denke mal, im Nachhinein wird es dann fast schon einfacher sein. Wenn ich die alle da samt umbringe. Bevor die mir dann hinterherballern. Schön. Bisschen Munition. Was haben wir da drin? Aha. Okay. Da drüben wären noch zwei. Feigling! Feigling, ja.
Das war ein knapper Treffer, aber getroffen ist getroffen. Getroffen ist getroffen. Jetzt könnte ich noch mal gucken, ob die ihr Geld da gelassen haben. Munition, das ist ja immer so eine Sache. Okay. Jetzt nach rechts. Dann da eigentlich. Gut, mal relativ geradeaus fahren. Von den Kanälen ein bisschen geleitet aufs Ziel zu. Ja, nicht so dramatisch. Ah, jetzt hängt es wieder gerade. Na gut, ich hoffe, das ist nicht dramatisch für meine Audio manchmal. Spinnt das? Das müsste ich eigentlich nochmal prüfen. Manchmal fängt die Audio dann an, da zu spinnen. Das wäre ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen doof. Ja, jetzt können wir hier lang. Am einfachsten dahin. Ja, dann müssen wir von dem Lagerhaus natürlich wieder. Na, verdammt. Boote sind schwer zu kontrollieren, verdammt. Das ist echt. Gibt echt einfache Sachen. So. Hoffentlich wieder der. Ist das der richtige Punkt? Nicht wie das letzte Mal, dass ich hier falsch war. Aber. Ist ja nicht dramatisch. Waren hier. Ups, ja. Hier waren doch auch. Genau. Da sind meine Jungs. Und da sind die anderen Jungs. Nein, nicht auf mein Auto. Jo, Jungs. Ich hatte eigentlich darauf gesetzt, dass ihr mir helft. Da ist was. Lass Feuer auf ihn regnen. Das ist nicht gut. An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Nicht gut. Nicht gut. Wer ist da eigentlich eingestiegen? War natürlich gerade die beste Idee. Schlimm. Ich hoffe, mein. Ach nee, mein Partner haben sie erwischt. Okay. Ah, Mist, die haben ja auch noch einen Reifen. Zwei Reifen praktisch geschossen. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Noch sind es nur zwei. Wird das Lenken ein bisschen schwierig. Das ist doof. Oh, das ist mein Laden. Eigentlich müsste das relativ einfach werden, die hier abzuhängen.
So, dann verliert ihr jetzt mal schnell den Sichtkontakt zu mir. Und ich stecke in der Falle. Polizei! Identifizieren Sie sich! An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Eigentlich müssten meine Jungs jetzt die Cops umgenietet haben. Ja, sieht so aus. Tatsächlich. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Scheiße, den Truck hier. Ja. Wow, da ist tatsächlich ein Cop hinter mir her. Wow. Nee, ist das denn ernst? An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Gut, dann warten wir noch mal einen Moment. Notfalls. Shit, die stehen ja auch auf der Rückseite. Normal dürften die aber nicht hier reinkommen, oder? Ich glaube, ich sehe den Verdächtigen. Du siehst hier gar nichts. Junge, Junge. Okay. Von hier aus auch. Da wäre ein Cop-Auto. Na, aber. Einfach wird das jetzt nicht. Hier kommt die richtige Polizei. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Wunderbar. Dann kann ich ja wieder hier raus. Hier kommt die richtige Polizei. Ich suche Deckung. Ups. Hier geht's gleich los. Falls jemand Lust hat, hätte ich da eine Meldung über einen bewaffneten Fahrer. Oh nein. So ein Mist. So leid, Jungs. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Den mache ich alles. An alle Einheiten. Los nicht sicher. Officer im Einsatz verletzt. Die Jungs sind echt klasse. Habe ich mir den richtigen Ort ausgesucht. Da wäre dann noch einer. So. Vielleicht ist er da drüben. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. An alle Einheiten in der Nähe. Okay, shit.
Wow. Wenn die sich tatsächlich nur auf mich konzentrieren. Oh, verdammt. Gut, ich... Das war so ein Fehler, da einfach wieder die Knarre zu ziehen. Das war einfach unabsichtlich. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigen Zufall. Verloren. Ich hab's wirklich nicht mit Absicht gemacht. Wow. Alles voll. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Musste das jetzt sein? Warte, da ist einer im Laden drin. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Kontakt zu Verdächtigem verloren. Mein Gott, der war tatsächlich hier drin. Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Glaub's hier nur. Oh, verdammt. Es gibt eine Menge Kohle, wenn ich das alles da draußen aufsammle. Nicht so viel, wie es eigentlich geben sollte, aber... Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Der ist oben. Oben. Okay. Der ist unten. Es kommt aber hoch. Denke ich, dachte ich. Okay, kann ich die nicht so anlocken? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich hab Ärger! An alle Einheiten. Ach nein. Officer im Einsatz verletzt. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. So doof, so doof. Ach, verdammt. Ich dachte, ich könnte ihn einfach leise ausschalten, weißt du? War dann aber wohl doch nichts. So nah am Ziel. Da muss ich hin. Wow, 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 wow. Ach, scheiße. Lade nach! An alle Einheiten. Code 60. Officer im Einsatz verletzt. Ich schalte ihn aus. Kommt uns nicht. So ein Mist. So ein Mist. Okay, jetzt ist die Kacke wirklich am Dampf. Ich sehe jetzt keine weiteren von mir. Kann natürlich sein, dass die alle draußen sind. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Hier ist er nicht, Männer. Versuchen wir es da drüben. Was zur Hölle? Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, der ist unter mir. Dieser Bereich ist gesichert.
Versuchen wir es mal da drüben. Der müsste aber auch unten sein. Ja, das hätte ich den schon längst gesehen. Verstecken wir uns im Büro. Komm schon, langsam muss das doch mal wieder aufhören hier. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Okay. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Jetzt wird keiner mehr angegriffen. Es wird keine Waffe mehr gezogen. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So viele Tote. Entschuldigung. Was hat der Liga vor? Wow. So viele Tote. Oh Scheiße. Der hier rührt sich nicht mehr. Was ein Schlachtfeld. Hoffentlich gibt es nicht noch Ärger, wenn ich hier die Leichen anfahre. Das wäre echt ärgerlich. Nein, komm jetzt ernsthaft. Muss das sein? Das holen wir mal wieder raus. Die Kisten scheinen nicht mehr auf dem Truck zu sein, aber... Nein. Warum fährt denn da ein Polizeiauto rein? Ich glaube, ich hab's versaut. Ah, nee, doch. Okay. Ich soll zu Emanuel zurückkehren. Gibt's Ärger, wenn ich eine Bullenkarre nehme? Gut, fahren wir zu Emanuel zurück. Unser Wert hat sich ja jetzt gesteigert, tatsächlich. Nehme ich doch mal an. Mal sehen, was der Emanuel zu sagen hat. Vielleicht was Interessantes, vielleicht auch nicht. So, natürlich. So, Emanuel. Dann reden wir. Wir kriegen den Laden hier sauber. Danke. Was war das? Hm. Ich dachte, da wäre irgendein grüner Fall gewesen, aber habe ich mich anscheinend getäuscht. Oder die Grafik hat mal wieder ein bisschen gesponnen. So. Haben wir denn da? Schon, du hast mich vergessen. Gras schmuggeln kostet Zeit. So ist es, Frey. Kaum vorstellbar, wie es war, Leute zu schmuggeln. Wie viele hast du wohl rausgebracht aus Haiti? Ich erinnere mich nur an die, die ich nicht retten konnte. Ja, scheiße. In Vietnam haben wir auf eigene Faust hin und wieder ein Dorf evakuiert, wenn wir die Möglichkeit hatten, bevor das Napalm runterkam. Ein paar Mal war es richtig knapp, wenn die Bomber zu früh aufgetaucht sind. Und ich kann mich noch an jedes Gesicht erinnern. Wie viel waren das? 43. Hätten mehr sein können, aber einige haben uns nicht getraut. Dachten, wir führen sie in den Tod. Ich sehe noch die Angst in ihren Augen. Nichts motiviert besser als Angst. Wo du recht hast.
Na raus damit. Wie viele waren es bei dir? 226. Alle Achtung. Hab jede Nacht Boote rausgeschleust. 10 Monate lang. Meist Frauen und Kinder. Die Männer waren entweder bei der Armee oder verschwunden. Wir wussten gar nicht, wohin mit den ganzen Flüchtlingen. Sind nicht immer alle lebend angekommen. Aber auf der Flucht vor Papadoc auf dem Bateau zu sterben, war besser als die Alternative. Mit diesen Redneck-Fickern fertig zu werden, ist dagegen der reinste Kindergeburtstag. Hättest du mir vor 15 Jahren erzählt, dass alles so kommt, ich hätte dich für verrückt erklärt. Ich dachte, ich sterbe mal als alter Mann im Kreis meiner Familie. Ja, in diesem Leben wahrscheinlich nicht. Nein, in diesem Leben nicht. Bring weiter das Marihuana rein, Freier. Das ist jetzt unser Leben. Fahr zu diesem Lagerhaus. Da ist ein großes Grasdepot. Kill die Arschlöcher, die es bewachen, und bring mir das Gras. Alles klar. Gut, Geschäfte mit maximalem Profit. Irgendwo gibt es eine Info. Werde ich da wohl jetzt den maximalen Profit rausholen. Allerdings mache ich da jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.